boy like you, but like you. What do I do with you? What do I do with a boy like you? Meine Lieben und herzlich willkommen zu der neuesten Episode von Swedamoris, Episode 30, die Liebe zur Kunst, Teil 2 und ja, nimmt's mir nicht übel, ich bin noch gerade auf ein bisschen, also so minimal verschlafen, ich bin gerade aufgestanden, habe mal auf dem Handy geguckt und die neueste Episode, oh mein Gott, ich habe jetzt schon auch meine Eltern vorgewarnt, bin jetzt auch um Frühstück jetzt hier, aber ich bin klar. Es ist Ich mach mich auch ganz klein. Außerdem gehen wir ja auch nicht. Oder aus oder so. Wir gehen früh schlafen, quatschen nur ein bisschen. Wie ich sehe, hast du schon deine Sachen dabei. Sie hat einen Blick auf Ladys Tasche geworfen. Zugegeben, da kann man ja bekommen Nein sagen. Also kommt rein. Ja, weil ihr macht so mal wieder die Ausnahme und dieses Face erinnert mich so an Mr. Farace. Danke! Sie kam mit einem breiten Lächeln. Sie hat mir ein breites Lächeln zugeworfen. Ich bin immer noch ganz verdutzt. Ja, ich auch. Ich finde es zwar schön, sie wiederzusehen, aber mit diesen Überraschungen und dem Streit von vorhin, es fällt mir schwer, meine Haltung wiederzufinden. Ja. Ja. Wust! Wir haben eine Wohnung. Nein, Spaß. Oh, das ist hübsch hier. Du bist lieb. Oh, guten Abend, Lady. Das ist aber lange her, dass wir uns das letzte Mal gesehen haben. Ah, mein Vater ist also auch schon zu Hause. Ich sollte den Tag der offenen Tür erwähnen. Andererseits, wenn ich es nicht tue, kann ich mich mit Nave versöhnen, denn meine Eltern würden ja nicht kommen. Ich habe sie ja in der letzten Zeit schon oft angelogen. Ich kann doch nicht schon wieder lügen. Mich noch weiter von meinen Eltern entfernen ist außerdem keine gute Idee. Sie müssten es aber hinnehmen, dass ich mit ihm spreche. Ganz in meinen Gedanken versunken ist mir fast entgangen, wie Eddie dabei war, meine Eltern all ihre Sorgen zu erzählen. Oh, ist es dort wirklich todlangweilig? Ich würde so gerne hier in der Gegend wohnen und mit Lucy auf eine Schule gehen. Außerdem gibt es da ein paar total süße Jungs. Und ich habe mich geräuspert. Mama, Papa, ich muss etwas sagen. Die Schule veranstaltet spontan einen Tag der offenen Tür. Der ist morgen und die Eltern sind auch eingeladen, so wie unsere Freunde. Ha! Das heißt ich also auch? Aber hast du denn keinen Unterricht? Es gibt einen Streik an meiner Schule, was? Als wäre die Schule nicht schon schlimm genug. Okay, wenn du willst. Ich habe meine Eltern einen fragenden Blick zugeworfen. Ich würde sie zwar sehr gerne sehen, aber was du. Aber das hättest du früher ankündigen müssen, damit ich mir den Tag hätte freinehmen können. Ach, das ist schade. Und du, Papa? Ja, der Papa kann. Für mich gibt es kein Problem. Ich komme sehr gern. Super!
runterkommen. Oh, nee. Mein Glück mal wieder. Wenn ich hätte wählen können, wäre ich lieber mit meiner Mutter gegangen. Ich werde ein bisschen früher zur Schule gehen, falls noch irgendwelche Arbeit auf die letzte Minute anstehen. Aber Lady, ihr könnt dann ein bisschen später kommen. Das kommt mir sehr gelegen, so kann ich ein bisschen am Morgen arbeiten. Und was soll ich dann die ganze Zeit machen? Ich weiß nicht, vielleicht könntest du etwas bummeln gehen? Ich habe mein ganzes Taschengeld schon ausgegeben. Bitte lass mich mitkommen. Oh, please. Ich mache mich auch ganz klein. Ich soll mal bei so ein Gesicht nein sagen. Nein, schon beim letzten Mal wollte ich dich meine Klassensprecher bei der Direktorin melden, als du eine Tour durch die Schule gemacht hast. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Okay, und wenn man die Organisation an der Schule kennt, brauchen wir bestimmt noch alle Handhilfe. Super! Wir haben uns weiter unterhalten. Mama, Papa, braucht ihr schon ein kochendes Abendessen? Nein! Oh nein, Lady weiß es vielleicht nicht, aber ich bin bestens über die kulinarischen Talente von deiner Mutter und dir informiert. Entspannt euch also, ich mach das schon. Ja, so ist es besser. Wie ihr wollt. Komm, Lady, wir bringen deine Sachen in mein Zimmer. Okay. Alter! Das ist jetzt so richtig geil, dass wir hier so eine Wohnung haben. also eine Wohnstube eher. Dein Zimmer ist der Zucker. Ja. Ah, danke. Aber es sieht dem ähnlich, das du vorher hattest. Das sind wohl dieselben Möbel vielleicht drin. Du hast dich ja auch nicht besonders verändert. Allgemein ist irgendwas anders an dir. Ich weiß nur nicht recht, was. Ja. Das hast du mir schon beim letzten Mal gesagt. Vielleicht ist es deine Stimme, sie ist jetzt wenig teenagermäßig. Vielleicht, das ist aber auch nur eine Kleinigkeit. Und sonst so, was Jungs betrifft, was gibt es da Neues? Oh nein, geht das schon wieder los. Mit Lady hört das aber auch nie auf. Im Einkaufszentrum warst du ja das letzte Mal in guter Gesellschaft, aber das ist ja schon Ewigkeit her. Außerdem gibt es so viele süße Jungs an deiner Schule. Du hast wirklich die Qual der Wahl. Manche Jungs sind ganz süß, ja. Vielleicht, aber ich habe im Moment keine Lust auf Beziehungen. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Und? Nichts. Und was willst du von mir hören? Du bist immer noch Single? Ach, das ist doch kein Verbrechen. Bei einer so gut besuchten Schule schon. Außerdem bist du richtig süß. Wenn du jetzt auch noch das letzte bisschen Schüchternheit loswirst, dann kannst du sicher den einen oder anderen erobern. Ja, genug von mir geredet. Was gibt's Neues bei dir? Ja, wenn du wüsstest, das ist nicht einfach im Moment. Mit Erwin ist Schluss. Erwin! Der Gott halten! Ich glaube, das ist das erste Mal, dass er mir so weh tut. Oh nein, du Armer. Hat er Schluss gemacht? Nein, dazu bräuchte es schon mehr. Was? Oh, neues Gesicht, ey. Nein, ich war diejenige, die ganze Sache beendet hat, musste. Er war einfach viel zu anhänglich. Ich hatte ihn trotzdem wirklich gern, weißt du? Er war wirklich süß. Dann wollte ich mit Lauren auf andere Ideen kommen. Der Schülersprecher, weißt du? Ah ja, er schien sehr demotivierend. Wie bitte? Ganz ehrlich, nachdem ich mit ihm ausgegangen war, habe ich mir gedacht, dass es wohl besser ist, eine Pause mit den Jungs zu machen. Das ist doch ein Witz, oder? Nein, ich meine es ernst. Es fällt mir aber nicht besonders leicht. Und im Moment halte ich schon 3 Wochen durch. 3 Wochen, wow, herzlichen Glückwunsch. Ich sehe meinen Freund alle 3 Wochen. Oh Gott, ey. Ich habe ihr ein kleines Glas auf die Schulter gegeben, um sie zu ärgern. Und ich war ganz schön ironisch, aber für sie ist das ein neuer Rekord. Deshalb wird es morgen für mich wirklich eine Herausforderung. Ich muss standhaft bleiben. Ja, bleib bloß standhaft. Ich glaube, es würde mir nicht sonderlich gefallen, wenn sie sich nicht an ihr anhört, vor allem in diesem Zeitpunkt. Das Wichtigste ist doch, dass wir eine schöne Zeit miteinander verbringen. Wir werden viel Spaß haben. Wir haben noch fast 2 Stunden lang gequatscht. Dann ist uns mein Vater zum Abendessen gerufen. Ja. Mein Vater hat ausgemachten Hamburger macht. Die sehen super lecker aus. Wir haben uns entschieden, gemeinsam im Wohnzimmer zu essen, da es dort gemütlicher ist.
Also, meine Süße, du hast uns noch gar nicht erzählt, was du heute für ein Kunstwerk geschaffen hast. Ich war im Fotografie-Workshop. Wir haben zum Thema Neidarbeit. So ein Thema habe ich wirklich nicht erwartet. Wir haben einfach ein paar Schnappschüsse gemacht. Ich weiß nicht, ob die so gut ankommen werden. Ich bin sicher, das ist sehr interessant. Sie hätten auch trotzdem ein freundliches Thema vorgeben können. Ich finde es nämlich etwas düster. Ja, da stimme ich dir zu. Wir sprechen hier von künstlerischen Kreationen und nicht vom Land der Glücksbärschis. Wir konnten uns zwischen den 7 Todessünden entscheiden. Deshalb war es schwierig, etwas Fröhliches zu finden. Na klar. Zumindest kann man sagen, dass das Abendessen mit Lady zusammen ganz unterhaltsam war. Ich denke, sie ist ja auch eine ganz gute Freundin, nur dass dieser Jungstick ist manchmal vielleicht das, was nervt, aber ich denke mal, ansonsten ist die wirklich halt eine gute Freundin und deswegen ist die jetzt auch nicht bei mir auf der Hassgrenze, sondern auf der Freundschaftsgrenze. Ja, ich glaube, dass meine Eltern das hat meinen Eltern geholfen, sie nach den letzten Tagen ein bisschen zu entspannen. Und wenn das mein Vater hilft, morgen gut drauf zu sein, umso besser. Als das Abendessen vorbei war, sind Lady und ich zurück in mein Zimmer gegangen. Oh Gott, ey, schon hier das hin und her. Ich habe eine Luftmatratze und eine Decke im Schrank. Ich hoffe, das reicht dir. Na klar, mach dir keine Gedanken. Ich weiß, was wir vor dem Schlafengehen nochmal machen könnten. Wahrheit oder Pflicht? Wie in guten alten Zeiten. Ach, Lady, wenn wir das spielen, dann interessiert dich doch eh nur die Teilwahrheit. Und dabei dreht es sich immer um ein und dasselbe Thema. Haha, ja, das stimmt. Na gut, ist nicht schlimm. Wir können dem Spiel ja einen neuen Namen geben. Das Spiel der Wahrheit. Das Spiel der Wahrheit über die Jungs, meinst du wohl eher. Ach komm, jetzt sag nicht, dass du auch darauf keine Lust hast. Ich hab den Kopf vor Lachen in den Nacken geworfen. Sie ist wirklich unverbesserlich, obwohl sie gerade eine Pause einlegt. Die Nacht ist hereingebrochen, während Lady und ich uns gegenseitig Fragen gestellt haben. Wenn du mit einem der Jungs von der Schule auf einer einsamen Insel stranden würdest, wen würdest du dann wählen? Lady, das ist lächerlich. Du kennst die Jungs auf meiner Schule doch kaum. Ich wette, du hast sogar ihren Namen vergessen. Oh, ich... Ist doch egal. Beschreibe ihn einfach, das reicht mir schon. Okay, ich würde... Alexi! Sie hat ihre Augen verdreht. Das nennt man Schummeln, weißt du? Das ist doch dein Freund, der gar nicht an Mädchen interessiert ist, oder? Ja, aber das heißt ja nicht, dass er außen vor ist. Mit dir zu spielen macht echt keinen Spaß. Ich hab aber nicht so einen Joker. Ich war noch nie mit einem Jungen einfach nur befreundet. Na, ich glaube, reine Freundschaft zwischen Jungen und Mädchen ist auch nicht wirklich möglich. Das wird sich schon bestimmt ändern. Nutze deine Pause, um es auszuprobieren. Ich weiß nicht, ob ich das könnte, aber ich kann es ja versuchen. Unsere Unterhaltung ist ziemlich schnell sehr intim geworden. Es ist schon länger her, dass ich mit Lady Zeit alleine verbracht habe. Ich muss sagen, es ist wirklich schön. Ja, siehst du, sie ist einfach auch eine ganz coole Freundin. Und dass sie jetzt so aufgetaucht ist und so Party gemacht hat, das war bei mir einfach nur so, wow, sie ist da, cool. Nämlich, ich denke, man, das ist jetzt... Vielleicht wird sie uns sogar auch helfen, wieder mit einer Fanny zu versöhnen. Aber unsere Sekret muss einfach nur ehrlich sein. Sie schafft es, mich abzulenken. Ausnahmsweise muss ich nicht an meinen Alltag auf der Sweet-Amores-Schule denken. Allerdings ist es mir gut gelungen zu verbergen, dass ich mit jemandem ausgehe. Im Moment wäre es sowieso dumm, davon zu erzählen. Ich hoffe, er spricht morgen wieder mit mir. Am nächsten Morgen sind wir früh aufgestanden, um noch in der Schule zu helfen, bevor die Tür für die Besucher geöffnet werden. Was ziehst du dir heute an? Ich glaube, ich ziehe das hier an. Oh nein, oh nein, oh mein Gott. Ach, versuchst du dich bei einer Fanny wieder einzuschleimen, indem du das kannst? Oh Gott, und die Socken. Oh Gott. Ich bin gerade voll... Alter, ich bin gerade so voll geflasht von diesen geilen Klamotten, Alter. Aber ich ziehe mich jetzt hier erstmal nochmal um, weil das gerade ein bisschen scheiße aussieht. Also ich hatte gerade jetzt übelst Schiss, Klamotten zu wählen und dann das Falsche zu nehmen. Aber ich muss sagen, dieses Outfit ist gerade so richtig zuckersüß, wirklich so wie Lady sagt. Also dieser Rock ist, finde ich, auch übelst hübsch. Und diese Katzenstrümpfe, das Nervige ist jetzt nur, dass dieses Weiß noch da ist. Da, keine Ahnung. Ansonsten, wenn es nur Socken gewesen wären, wäre das richtig süß. Sehr hübsch, du siehst wirklich zuckersüß aus. Danke.
Komm, lass uns gehen. Oh Gott. Ja. Ich bin in dieser Stadt etwas verloren. Na, beim letzten Mal hast du die Schule doch ganz allein gefunden, oder? Glaubst du? Ich musste bestimmt 20 Mal nach dem Weg fragen. Du wirst sehen, es ist nicht sehr weit und auch nicht kompliziert. Na dann, komm. Ich bin durch den Park, durch die Geschäfte, ich bin durch die Geschäfte. Ich kann jetzt trotzdem durch den Park gucken. Okay. Niemand. Siehst du? War doch gar nicht. Lady? Lady! Das darf nicht wahr sein, ich hab sie verloren. Wie konnte das denn passieren? Ich muss sie unbedingt wiederfinden. Sie kennt sich hier gar nicht aus. Nee, oder? Sag ihr, ich saß nicht, ich hab sie beim Park verloren. Oh nein, ich sie schon wieder. Dieses Mal bin ich hier auf der richtigen Fährte. Er kann mich nicht mehr anlügen. Sprichst du von Lissander? Wovon wollte sie eigentlich auch sonst sprechen? Oh nein. Ich habe ihn da vorne gesehen, kein Zweifel. Wo hast du ihn gesehen? Ich weiß immer noch nicht, wovon du sprichst. Nichts abwürgen. Mit ihren ganzen Lehrern, dann nervt sie mich echt. Ich lasse mich auf ihre Spielchen nicht mehr ein. Hast du deine Zunge verschluckt? Nein, aber ich muss los. Tschüss, Nina. Mit Lissander bin ich nicht wirklich vorangekommen. Ja. Gott. Sag mir bloß nicht, dass ich hier die ganze Zeit hin und her latschen muss. Der Bus halt nicht wieder. Hallo Lucy, gehst du nicht zur Schule? Doch, doch, aber ich wollte eigentlich eine Freundin mitbringen und ich habe sie ganz verloren. Oh. Sie hat ganz viele bunte Spangen in den Haaren und große blaue Augen. Du bist hier nicht zufällig über den Weg gelaufen? Entschuldige, aber das sagt mir leider gar nichts. Außerdem bin ich immer ganz verträumt, wenn ich laufe. Also nicht so schlimm, ich gehe sie weiter suchen. Wir sehen uns dann später in der Schule. Bis später und viel Glück. Ja. Oh Gott. Ah, hallo Pia, du bist nicht zufällig ein Mädchen mit unserem Alter mit blauen Haaren über den Weg gelaufen? Nein, ich glaube nicht. Warum? Es ist eine Freundin von mir, die mit mir zur Schule kommen wollte, aber irgendwie habe ich nicht aufgepasst und sie verloren. Ja, man könnte meinen, du wärst ihr Babysitter. Die kennt sich hier nicht aus. Vielleicht solltest du nach Hause gehen, wenn das der Einzige ist, den sie kennt. Eventuell ist sie dorthin gegangen. Keine dumme Idee, ich schau mir das mal an. Ja, danke. Lucy, was hast du vergessen? Nein, auf dem Weg zur Schule haben Lady und uns verloren. Sie ist nicht zufällig wieder vorbeigekommen, oder? Ich denke nicht, zumindest habe ich sie nicht gesehen. Mist. Soll ich mitkommen und dir beim Suchen helfen? Nein, nein, ich krieg das schon alleine hin. Wir sehen uns dann später. Wenn ich jetzt einen Fan hier treffe, bin ich die auch. Diese. Ja! Ja, ist so klar! Lady, du meine Güte, wie konnten wir uns denn nur verlieren? Ich habe die Vitrinen bei dir in die Ecke betrachtet und bin ganz in Gedanken versunken. Sorry. Aber letztendlich habe ich den Weg ja gefunden, siehst du? Aber zugegeben, ich hatte ein bisschen Hilfe. Dann ist mir aufgefallen, dass wir gar nicht allein waren. Es war so klar. Es war so klar. Es war so klar. Einer deiner Freunde hat mich bis zur Schule gebracht. Das war wirklich süß. Es wäre ja auch wirklich unhöflich von mir gewesen, dir nicht zu helfen. Ich hätte ihn gern angelächelt, aber mit Absicht oder nicht hat er seinen Blick von mir abgewendet. Du bist ein wahrer Gentleman, dafür gibt es kein besseres Wort. Schneller als ich gucken konnte, fasste sie ihren Arm und gab ihm einen Kuss auf die Wange. Fanny und ich sind beide erstarrt und dieses Mal haben sich unsere Blicke intensiv gefunden. Ich habe meinen Arm vor der Brust verschränkt und die Brauen hochgezogen. Ich muss los. Die Direktorin braucht Hilfe bei der, egal. Ich muss das jetzt auf jeden Fall los. Bis später. Du! Schau an, er ist ganz schüchtern. Ein kleines Küsschen wird rot, wie eine Tomate. Ja, du kennst ihn ja auch nicht wirklich und du gehst direkt auf den Körperkontakt mit ihm. Auf Körperkontakt? Wenn du es so sagst, könnte man meinen, ich hätte ihn angegriffen. Ich wollte mich nur bedanken. Was ist mit deiner Pause? Ah ja, die Pause. Ich muss mich wirklich zusammenreißen. Ja, und konzentriere dich lieber auf jemand anderen als Nathaniel. Komm, wir sollten auch langsam gehen, sonst hätten wir uns das frühe Aufstehen auch sparen können.
ja, diese kleine Gespräch mit mir meine Sorgen zumindest bestätigt. Es ist immer noch böse auf mich. Ich habe alles kaputt gemacht. Ich muss es auf jeden Fall irgendwie wieder gut machen. Lucy, bist du noch da? Ja, ich bin nur in Gedanken. Wo gehen wir jetzt hin? Keine Ahnung. Lass mal gucken, wenn wir treffen, um zu sehen, wie das Ganze organisiert ist. Okay. Ja, ich mache jetzt erstmal den ersten Cut und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Tschüss!